Ihr müsst mir Ja, davon unbedingt erzählen. Aber wir haben ja so viel Zeit und dann könnt ihr mir dann berichten, was ihr erlebt habt von meiner Insel. das werde ich auf jeden Fall machen. Ich denke, wir werden das ein oder andere Stündchen finden, wo wir darüber reden können. Ausgezeichnet. Ja, dann verabschiede ich mich und gehe nochmal zu Yalan. Ja, klopfe ihn dann so von hinten auf die Schulter und meint so: Ich glaube, du hast eine gute Auswahl getroffen. Vor allem die Maraskanerin werden dich wohl nicht enttäuschen. Ja, Jalan liegt wahrscheinlich nur, ist wohl gerade mit anderen Dingen beschäftigt, dem pumpt der Kopf. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, habt ihr da an diesem Tag noch etwas vor? Wollt ihr dann die Leute aussieben, die mitkommen wollen, die nicht mitkommen wollen? Wollt ihr das einfach da ist überlassen? Was macht ihr mit Ugdan? Kommt er mit, kommt er nicht mit? Irgendwann wird er als einer der Ersten aus dem Wasser steigen, sein Körper ist nass, kommt dann direkt hier an. Am Pier wieder nach oben, könnt dann auch seinen Oberkörper einmal erkennen. Und nachdem er sich kurz ausgeruht hat, wird er wieder zurückschwimmen, denn auf der anderen Seite liegen immer noch sein Ledermantel, seine Peitsche und die guten Stiefel. Das heißt, er rudert wieder, schwimmt dann wieder zurück auf die andere Seite, um dann auf dem Landweg wieder zurückzukommen mit seiner Kluft. Ja. Hast du dessen Körper gesehen, Washer? Also, ja, er meinte, er kann gut mit Menschen und mit der Crew. Ich muss mal fragen, wo sich diese Peitschenhiebe eingesammelt hat, aber kann gut sein, dass er jemanden aus der Crew gedeckt hat. Und ich glaube, da haben wir einen für den Posten des ersten Mats. Vielleicht war. Vielleicht war das ja so einer wie Viborn, der von der Galeere abgehauen ist. Ich finde ihn unsympathisch. Weiß nicht, er scheint ganz kompetent zu sein. Ich habe da gerade Unhöflich ehrlich war gesagt er gar auch. keinen Kopf für. Er macht das schon. Halbwegs. Ja, Wash hat wohl ein paar Blumenhaar hängen, sieht etwas gestresst aus und rennt ständig wirklich durch die Halle und hängt hier was auf, hängt da was gerade und ja, scheint gerade nicht wirklich in der Stimmung zu sein, sich mit euch zu unterhalten. Ja, Sag mal, auf jeden Fall. Rodrigo. Ja. Rodrigo steht Wo da ist. mit zwei Körben im Arm, wo jeweils Blumen drin sind. Anstatt Boscha damit zu folgen, bleibt jetzt einfach kurz bei seinen Freunden stehen und quatscht mit denen ein wenig. Hier lang, Rodrigo! Müsst ihr Gleich unser kannst Konto in einen halben Raya-Tempel verwandeln? Es ist doch nur für einen Tag. Ja, ist gut. Ist Also, gut. wenn ihr endlich Myria eure Liebe gesteht, dann werden wir das auch für euch machen. Dass ich euch ja gleich in die Bucht werfe. Ich sehe zu, dass die Söldner fertig werden und ich die herauskriege, dann helfe ich euch ein wenig. Wie testet ihr die Leute eigentlich? Die Söldner? Gar nicht. Und die Seefahrer? Einfach da. Ist einfach da, er ist hier? Ich habe ihn gerade sprechen Ja, hören. ja, ja. Okay. Und ihr Ja, sind hier wie gerade geht durch die das Bucht eigentlich bei geschwommen. euch? Rodrigo, hier rüber! Mo Mo Moment, Moment, das ist auch wichtig. Moment. Wie testen Nun. die Seefahrer einfach da jetzt? Wir haben ja gerade eben erstmal unter Beweis gestellt, ob sie mit Holz was anfangen können, weil unser Schiff, es muss die ganze Zeit gepflegt werden, damit es in Top-Zustand ist. Und dann hier durch die Bucht schwimmen, aber da haben schon einige Muffelsausen bekommen. Gut, ja. Haben wir denn irgendwelche Verletzten, wenn du sagst, solche Bucht schwimmen? Ja, ich bin mitgeschwommen. Die Buße verloren haben, die sind meistens auf einen Fischerkutter oder so gekrabbelt und ja, ich denke, die werden wir nicht wiedersehen, aber also verletzt hat sich keiner. Was machst du mit jetzt hier so Knoten binden und allgemein, wie man ein Schiff richtig segelt? Wie willst du das testen und ob die Leute rudern können? Nun, rudern wird man ja bei uns an Bord in der Regel nicht müssen. Und was das Steuern angeht, und darum werde ich mich erstmal kümmern. Aber es sieht so aus, als hätten wir auch schon einen Anwärter für den zweiten Steuermann. Mal gucken. Ich hoffe, er kommt hier noch bald an. Wird sich dann wahrscheinlich in diesem Moment die Dinge ins Hochziehen mit seinem Brett unter dem Arm geklemmt oder zwischen den Zehen. Meint Ah, ihr da ist er. diesen Nachwuchskartografen, der da hinten gerade aus dem Wasser steigt, oder wen? Genau, den meine ich. Faruk! Ah, euer Gnaden. Nun, spurte dich. Noch haben hier keine 17 Leute ihr Kreuz gesetzt. Also, Ja, wenn du mit denn willst. ihr macht das schon. Ich muss mal Washer helfen, sonst ist die böse auf mich. Und ja, nickt euch zu. Bis gleich. Alles klar, Rodrigo. Dann joggt er den Rest des Weges und Dingens. Ich gehe mal davon aus, dass ich so viel Ausdauer nicht verloren habe, also noch halbwegs fit sein dürfte, ne?
Also, ich weiß nicht, als schwächlicher Magier, so gewandt bist du jetzt, glaube ich, nicht. Naja, ich habe ja auch nichts, ich habe mich halt 90% habe ich mich ertragen lassen. Genau, richtig. Also, du siehst vergleichsweise fit aus mit anderen, aber die haben natürlich trotzdem mehr Oberkörper als du. Sind bessere Schwimmer als du. Du weißt ja selber, dass du nicht schwimmen kannst. Aber ich kann, wie auch immer du es geschafft hast, Wasser halten. Genau, wie auch immer du es geschafft hast, sieht besser aus. Bist auch einer der Ersten jetzt. Also natürlich, Bogdan ist noch wieder unterwegs, aber mit deinem Holzbrett hast du es natürlich hinter den anderen noch geschafft. Man müsste das so machen, dass man sich darauf stellen kann, ne? Dann mit dem Motto, ey, oh mein Gott. Vielleicht beim nächsten Mal, Tamzahn. Vielleicht beim nächsten Mal. Kannst du schreiben? Ja, klar kann ich schreiben. Was muss ich denn schreiben können? Und hier ist dein Standardvertrag für Matrosen. Kannst du unterzeichnen. Wenn du irgendwann zum Steuermann aufsteigen solltest, können wir nachverhandeln. Ja, das wird schon... Ich überflieg den einmal ganz kurz und dann... Ja, soll ich denn auf Gare Ekuslik zeigen oder Tolamina? Nö, das ist jetzt eine theoretische Seefahrtprobe. Also einfach mal eine Seefahrtprobe reinschmeißen, damit du weißt, was ein Kartograf und was ein Seemann verdient. Ja, ist die Bezahlung ehrlich gesagt egal, aber ja. Das habe ich mir fast gedacht. Also das ist eine Frechheit. Wenn du dich als Kartograf bewirbst, dann kriegst du deutlich mehr, aber gut, das ist dir ja quasi egal. Kannst ja, also so ein bisschen dein Unmut unterdrücken und da schreibst dann halt für 2 Silbertaler als Seemann. Ja, das ist nicht mehr ein Problem. 2,6. Euer Gnaden. Hm? Wenn ihr noch einen Kartografen anstellen wollt, solltet ihr, glaube ich, den Preis anpassen. Also nicht, und dass ich erst einmal um die Karten kümmern werde, schauen wir erstmal. Ja, nicht, dass ich Gold. Also ich. Mir ist die Bezahlung egal, ich würde sogar umsonst für euch arbeiten. Für einen Geweihten arbeitet man ja nicht allen Tag. Sag das nicht zu laut, manche Leute würden darauf anspringen. Und dann schreibt er da im feinsten Tulamilia mit einer schönen Handschrift seinen Namen hin. Faruk Fangzahn. Tankzahn. Also solltest du dich bewähren, Tankzahn, können wir deine Bezahlung nachverhandeln. Gerichte mein Wort drauf. Nein, brauchen wir nicht. Einfach da ist also schriftlicher Ausdruck. Lass mich kurz schauen. Also ich kann euch auch helfen bei dem Vertrag ein bisschen ausarbeiten. Ein bisschen kenne ich mich damit auch aus. Wie gesagt, ich habe vom Kapitän ein wenig was gelernt. So, nun, beim nächsten Mal, wenn wir Leute anstellen müssen, vielleicht, das hier sind die Standardverträge, die ich aus der Seemannsschule mir habe geben lassen. Wir stellen ja jetzt gerade auch keine Kartografen ein, nur Seemänner. Oh, hoher Herr, tut mir leid, macht so mal so einen Knicks. Gut. Ja, wenn dann du den schriftlichen Ausdruck nicht hast, dann ist egal. Ist die Frage, also wollt ihr Yusuf als Mutje haben? Das ist der Mann, der wohl ein bisschen kochen kann, weil er vielleicht mal genötigt worden ist. Oder jemand von euch kocht. Ist das der das mit dem Zwieback gesagt hat? Genau. Nee, den wollen wir nicht als Mutje. Okay. Euer Gnaden, kann denn jemand von uns mehr als Zwieback und rumkochen? Denn ich kann es nicht. Nun, ich hoffe, dass Wascha das kann, ansonsten werde ich mich um frischen Fisch kümmern. Ansonsten leben wir also die nächsten 3 Monate von Feldrationen. Okay, dann keinen Smoothie, dann muss das jemand von den Helden erledigen. Wollt ihr denjenigen haben, der zu spät kam, vorlaut war und das, was er gemacht hat, konnte er zwar, aber wie gesagt, war ein bisschen vorlaut. Das ist der Helmer Hakenhand. Hat keine wirkliche Hakenhand, aber wohl so ein Haken, mit dem er herumspielt und sich unter den Fingernägeln pult, ein bisschen Dreck wegschnippt. Ja, also das, was er gemacht hat, war gut, aber wie gesagt, ein bisschen Vorlauf. Ja, doch, den nehmen wir. Alles klar. Euer Gnaden, wir können doch niemanden nehmen, der Helmer heißt. Ach, Helmer. Ich meine, es muss auch irgendjemand geben, der den Namen wieder reinwäscht. Und, Frage an Ephadaios und Jalan, wollt ihr Ugdan Stumpfels haben? Ich der kommt mich gerade nicht wieder an, ich sag dir meine Meinung, aber er macht das alleine. Also, hat seinen Ledermantel hat er wieder angezogen, seinen Oberkörper, glänzt, wie er da gerade über die Straßen wieder zurückkommt. Er ist ja wieder zurückgeschwommen, um seine Sachen zu holen. Ja, Ephadaios hat den letzten Platz auf der Liste freigehalten für Ugdan und es gab da auch schon andere Seemänner, mit denen es etwas Stress gab, deswegen. Der ist nochmal zurück. Ah, da ist er ja. Ugdan, hier, komm her, setz deine Kreuze. Ja, er legt dir wieder seine kräftigen Hände auf die Schultern.
zwinkert die wieder zu. Senior, ich bedanke mich für diese Chance, diese Gelegenheit, Männer, ihr macht ja hier alles nass. Also raus, raus, raus. Alle die Tropfen raus. Du hier mit dem Oberkörper raus. Epadaios, die Schuhe, raus. Hasta luego, Senorita. Guckt euch völlig genervt an, immer die Haare in so einem Dutt irgendwie auf dem Kopf. Überall hängen Strähnen raus. Wahrscheinlich ein relativ genervter Rodrigo hinterher. Und ja, mal auf die Spuren deuten, die hier die ganzen nassen Seemänner, die ja gerade geschwommen sind, gelassen haben. Rodrigo sieht eher gelassen aus. Er lächelt die ganze Zeit und hat einfach die Körbe in der Hand und schaut sich so ein wenig um. Das mit den Blumen tragen ist kein Problem. Und das mit den Blumen und die verwalten, das machst du ja anscheinend. Also Rascha, so viel Aufwand, wie du hier betreibst, noch ist es nicht zu spät, um einen Travia-Geweihten zu holen, der euch anständig verheiratet. Nein, wir haben uns für die Reihe entschieden. Die Reihe ist schon gut so. Zwinker mal Rodrigo zu. Okay, aber ihr solltet trotzdem nicht alles nass machen. Ich überspringe jetzt einfach mal diese Szene. Ihr habt jetzt nach und nach, ihr wolltet 17 Seefahrer. Ihr habt zwei mit Namen und die anderen werden generisch aufgefüllt. Das sind Seefahrer, die können schwimmen und die können irgendwie mit einem Holzstück können sie schnitzen. Das heißt, sie kennen sich ein bisschen mit Holzbearbeitung aus. Von Wandenklettern, von Segelsätzen, Knotenbinden hat Elphadarius nicht geguckt, also wir werden sehen, ob sie sowas beherrschen, aber sie können auf alle Fälle schwimmen. Das heißt, wenn das Schiff untergeht, dann überleben die höchstwahrscheinlich. Herzlichen Glückwunsch. Dann können wir meinetwegen springen zum Abend, es sei denn, irgendjemand möchte vorher noch irgendwas tun, dann machen wir weiter mit Raya. Nee. Gut. Priodano hat auch unterschrieben als Seefahrer. Schauen wir mal, wie dieser... Faruk hat unterschrieben. Faruk Tankzahn hat unterschrieben. Mit sehr schnörkeliger Handschrift, sehr filigran. Und damit ist auch er dabei. Gut, wie geht's denn am Abend weiter? Also eigentlich wäre es jetzt noch der Nachmittag, würde ich dir da ein bisschen vorgreifen. Dann erzähl. Also... Washer und Rodrigo machen sich dann auf den Weg zum Raya-Tempel. Die anderen bleiben dort, um sie später in Empfang zu nehmen, das wurde so besprochen. Die Verliebten nähern sich dem großen und prächtigen Raya-Tempel, der im Westen Kunjuns liegt. Der Tempel ist über mit bunten Blumen geschmückt. Orangen, Zitronen und Limetten hängen zusammengeschnürt als Verzierung an den Säulen, die die große Eingangstreppe säulen. Nach einem nervösen Blick nimmt Washer Rodrigos Hand und gemeinsam betreten sie den Vorraum des Tempels. Es duftet hier schon nach lieblicher Rose, frischen Kräutern und Obst. In diesem kleinen Raum werden die Kleider abgelegt und die beiden von Raya-Geweihten empfangen. Rodrigo führt eine hübsche, blonde, um die 20 Götterläufe Jahre alte Frau in ein separates Gemach. Washer geht mit einem muskulösen, ungefähr 30 Götterläufe alten, braunhaarigen Mann mit. In getrennten Räumen werden die beiden nun gründlich gewaschen, mit duftenden Ölen eingerieben, massiert und können danach einen Moment in sich gehen, um mit der Göttin Kontakt aufzunehmen. Der Tempel wird immer wieder von melodischen Klängen und Chorgesängen der anderen Geweihten durchdrungen. Schließlich werden die beiden mit durchsichtigen Samttüchern umhüllt und ihre Haare so lange gebürstet, bis sie keinen einzigen Knoten mehr enthalten. Ihre Häupter werden zudem mit einem Blumenkranz verschönert und in die samtene Kleidung werden viele kleine Blumen gesteckt. So wird das Paar wieder vereint unter der wunderschönen Statue der Göttin Raya, die in der Mitte des Tempels liegt. Viele rottönige Kissen aus weichem Stoff liegen auf dem Boden verteilt und ein wohltuender Geruch von Vanille und Lotus liegt in der Luft. Unter immer noch klangvollen Gesängen sinkt das Paar in die Kissen und die Tempelvorsteherin tritt heran. Mit einem Gebet, das sie auf Knien an die Göttin selbst richtet, bittet sie um den Segen Rajas für das Paar. Sie hält dabei eine silberne Schale mit einem lieblich roséfarbenen Wein in die Höhe. Der Wein, auch Taf genannt und sehr stimulierend, wird im Namen der Göttin als Geschenk an die Liebenden gereicht. Die Vorsteherin verneigt sich vor der Statue und nimmt einen großen Schluck. Dann wendet sie sich an das Paar. Wollt ihr vor der Schönen und ihren Zeugen versprechen, die Gesetze der Raya zu achten und sie allzeit zu ehren? Washer und Rodrigo bejahen dies. So traget nun eure Schwüre füreinander vor. Und dann schaut sie Rodrigo an. Rodrigo atmet einmal durch, lächelt dann
scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein und schließt einmal kurz die Augen, schaut dann Washer tief in die Augen. Du sollst die leidenschaftliche Stute sein, die ich auf der Insel der Zar kennen und lieben gelernt habe. Du sollst in meinem Herzen im Mittelpunkt stehen und niemals werde ich dich verstoßen oder hintergehen. Du sollst die sein, die ich unterstütze, egal wie widrig die Umstände auch sein mögen. Du sollst die Einzige sein, die ich auf den Mund küsse und die mein Glied in den Mund nehmen darf. Du sollst die Einzige sein, die mir die Erlaubnis geben darf, mit jemand anderem die körperlichen Freuden der Leidenschaft zu teilen. Du sollst meine leidenschaftliche Knappin des Feuers sein, für die ich mein Leben zu geben bereit bin. Vor Raya, der wunderschönen Göttin, gelobe ich, Rodrigo Aurelio Corragon Ramirez von Selem, dich, Washa Saba Durkani, zu lieben in Ehre und Leidenschaft. Ja, Washa tupft sich ein paar Tränchen ab, anscheinend völlig gerührt, und zieht dann auch ihren kleinen Zettel heraus. Ich schwöre hiermit, Rodrigo, dich zu lieben, zu ehren und körperlich zu begehren. Was aus Zufall entstand, wurde schnell zu Begierde und schließlich zu Liebe. Ich werde dir meinen Körper und mein Herz geben, werde an deiner Seite sein, was auch kommen mag. Ich werde für dich einstehen und dich beschützen, so gut ich es kann. Du entfachst meine Leidenschaft und erfüllst mich mit tiefer Freude. Du bist mein Glück und mein Fels, mein Freund und mein Liebhaber. Ich schwöre, dich niemals herunterzudrücken, dir immer eine Hand zu reichen, die dir aufhilft, dich zu stärken und dir Kraft zu geben. Du sollst bei mir sein können, wer auch immer du gerade sein möchtest. Deine Tränen will ich trocknen, deine Freude soll auch mein Herz erquicken und deine Sorgen werden meine Sorgen. Mein Körper wird sich nur dir aufrichtig hingeben und meine Gelüste sollst nur du stillen. Meine Lippen sollen nicht die eines anderen berühren und meine Liebe nur dir gehören. Hiermit schwöre ich dies vor der schönen Göttin, vor ihren Ausersandten und vor allem vor dir. Ich liebe dich. Und dann küsst sie Rodrigo. Ja. So trinkt nun dies Geschenk der heiteren Göttin und ergebet euch dem, wie sie es uns gelehrt hat. Und sie wird euren Bund mit ihrem Segen besiegeln. Die Schale wird an das Paar weitergereicht. Nachdem alle diesen Wein miteinander geteilt haben, verstummen die Chorgesänge und die Geweihten verlassen den Raum, sodass das Paar nun alleine ist und sich den Raya-Künsten völlig hingeben kann. Am späten Nachmittag kehren Rodrigo und Washa schließlich in das inzwischen eingerichtete Kontor zurück. Bereits am Morgen hat Washa ja schon alles für die anstehende Feier vorbereitet. Die Tische wurden aufgebaut, Stühle bereitgestellt und allerlei Kissen ausgelegt. Auf der Mitte des Tisches steht inzwischen ein großer Braten, mehrere Töpfe mit deftigem Eintopf und einige Fässer Bier. In der großen Halle sorgen allerlei Gaukler und Schausteller, die Washa teilweise noch von früher kennt, inzwischen für gute Laune. Sogar ein paar Menschen des niedrigen Standes wurden geladen, um Kontakte zu knüpfen und Neuigkeiten auszutauschen. Das obere Geschoss allerdings ist reserviert für speziell geladene Gäste und höher gestellte Persönlichkeiten. Auf den Kissen liegend gibt es die köstlichsten Speisen. Es wird Braten mit verschiedenen Soßen gereicht, es gibt kalte Platten mit Gemüse und Fischhäppchen, guten, süßen Wein und mehrere Wasserpfeifen. Mehrere leicht bekleidete Damen und Männer servieren frische Trauben, Käsewürfel und süße Küchlein. Also wird gefeiert, bis spät in die Nacht. Ja, hiermit übergebe ich auch wieder an unseren SL. Ja, ihr habt eine ganze Menge Leute geladen. Ich schaue gerade mal auf die Gästeliste. Hauptmann ja. Drego von Angenbruch. Der lässt sich entschuldigen. Ein Vertreter, den er schickt, ein Mann von der Stadtwache, in Wappenrock, also nicht so sehr gerüstet mit Kettenhemd, sondern in seiner Paradeuniform, wenn man so sagen möchte. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob der Mann wirklich aus Kunichop kommt, aber naja, wenn ihr Drego von Angenbruch ladet, es sollte klar sein, dass er irgendjemanden schickt, der mal aufguckt, was sie hier so tut, was sie hier so treibt, und der ihn dann wohlweislich vertritt. Eine wirkliche Entschuldigung von ihm gibt es nicht. Er sagt einfach nur, er hat keine Zeit, begründet das nicht. Yaira al-Azim, die herausragende Schmiedemeisterin, die sich einen Namen in ganz Aventurien gemacht hat, lässt sich ebenso entschuldigen durch ihren Gehilfen Abu. Das ist derjenige, mit dem Ephadaios auch schon einige Zeit in der Werkstatt stand, als er sein Schildkrötenpanzer bzw. sein Chimärenpanzer und die
der die Lederrüstung gebastelt hat. Aus dem weißen Iffenhai. Abu selber ist ebenso ja, bunt gekleidet, wie Yaira es an seiner Stelle getan hätte. Und präsentiert nicht nur dem Brautpaar, sondern allen Helden die Schmiedekunst seiner Herrin, seiner Meisterin, die in der Zeit, wo ihr jetzt hier euer Kontor eingerichtet habt, hat sie nämlich ebenso gewerkelt. Und präsentiert nicht nur Wascher, sondern auch Brindigian Dolche. Dann bekommt, Jalan bekommt einen Streitkolben. Und Rodrigo, was bekam Rodrigo? Axt. Eine Axt, ne? Eine Streitaxt. Eine Streitaxt. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Helden. Hab ich irgendjemand vergessen? Zwei Dolche, einen Streitkolben. Brindigian. Aber Ephadaios hat nichts. Ephadaios hatte nichts, ne? Ephadaios hat selber seine Öffenheilrüstung gebaut. Und er wollte keine Waffe haben. Abu verkündet auch, dass diese Waffen im Ingrim-gefälligen Feuer geschmiedet worden sind und von Rondra ihren Segen bekamen. Wie auch immer das dann, naja, was auch immer das bedeutet, aber er betont das relativ stolz. Regeltechnisch, diese Waffen sind Rondra geweiht, solange sie Rondra gefällig benutzt und geführt werden. Das heißt, sollte irgendjemand von hinten abgestochen werden oder die Kehle aufgeschlitzt bekommen durch vielleicht einer der Dolche oder ein Angriff von hinten mit einer Axt, dann verfällt dieser Segen. Aber ansonsten sind sie bis dahin geweiht. Ja, dann habt ihr noch weitere Leute geladen. Wie gesagt, ein paar Reihergeweihte, die euch dann da begleitet haben in der Zeremonie, werden euch ebenso begleiten. Ein paar Lustknaben, Freudenmädchen, die dann hier ja nur mit einem Slip bekleidet die Menschen bedienen. Gerade die Bettler und die Gaukler scheint das zu freuen, die sich. Die sind nur oben eingeplant, Frost. Achso, die sind nur oben eingeplant. Deswegen habe ich die auch ein bisschen teurer berechnet, weil die sind nur für High Class. Ja, gar kein Problem. Dann werden sich die Bettler, die Unterschichtler, werden sich dann unten oder auch draußen vor dem Kontor herum begnügen. An dieser Stelle werden dann vielleicht die ein oder anderen füchsischen Symbole an eurem Kontor angebracht. Ihr seid euch nicht genau sicher, was sie zu bedeuten haben. Vielleicht guckt man nochmal nach, aber auf alle Fälle wird ja euer Kontor etwas verziert. Oder auch die Straßen davor. Ja, Spanferkel steht bereit. Und so wird es sicherlich eine ziemlich lustige Party werden. Viel Alkohol, der fließt. Möchten die anderen in dieser Szenerie etwas tun? Ja, Brindigian wird irgendwann mal während der Feierlichkeiten zu Yalan gehen. Sag mal, Yalajin, haben die beiden jetzt den Kreis abgeschritten? Ich meine... Wie heißt das bei euch nochmal? Also ein Bund fürs Leben geschlossen? Oder was war das? Ja, Jalan hat gerade alle Hände damit zu tun, Myria von den leicht begleitenden Bedienungen fernzuhalten. Ich bin mir da auch nicht ganz so sicher, wie das hier im Süden läuft. Also bei uns zu Hause geht man in den Dravia-Tempel und da wird man ordentlich im Dravia-Bund verheiratet und dann hat sich das. Dann bleibt das so. Und wir Ritter machen das halt im Wondra-Tempel, aber das Prinzip ist dasselbe. Aber wie das hier mit Raya läuft, ich meine, die sehen das ja alles nicht so eng. Ich glaube, das ist eher eine lockere Geschichte bei denen. Also das heißt, sie sind jetzt kein Paar für ewig? Es klang ganz so, aber ob die das ewig meinen, weiß ich nicht. Ach, Kapitän, das müsst ihr doch wissen. Nein, so ein Raya-Bund ist auch auf die Ewigkeit. Aber man verspricht sich halt die Liebe und nicht zwangsweise die körperliche Enthaltsamkeit von anderen Gelüsten. Das klang aber in ihren Geschwüren ganz so. In ihren Schwüren ganz auf der Zeit. Nun, ich denke, vorerst werden sie auch sich gütlich tun. An sich und an dem anderen jeweils. Ja, aber das haben sie ja vorher auch getan. Naja, gut. Hoffen wir einfach, dass es sich mit dieser einen Feier gehabt hat. Noch eine überlebe ich vermutlich nicht. Ach ja, Ladin, jetzt trink doch noch einen. Ich freue mich auf jeden Fall für die beiden. Immerhin vernünftigen Wein hat sie besorgt, das kann man nicht sagen. Also das kann man hier nicht vorhalten. Ich behaupte mal, Wascher und Rodrigo, also Wascher wird zumindest unten viel bei den Gauklern auch sein, wird die ein oder anderen Gespräche führen mit Leuten, die sie vorher, ja, die sie schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat und von vorher kannte. Und wird sich dann auch irgendwann mit Rodrigo zurückziehen. Während die anderen feiern.
Rondrigo wird auch mal auf Yalan zu. Yalan, mein Freund, jetzt bist du nur noch frei. Und Myria, wie ist es irgendwann? Rondrigo, erstens ist das Kind meine Schutzbefohlene, zweitens ist sie über meinem Stand. Keine Sorge, die Reihe drückt dein Auge zu, der Stand ist da vollkommen egal. Ja, die Reihe mag ein Auge zudrücken, der Herr Breihaus mag das aber gar nicht. Naja, auch der Herr Fix tut doch Dinge, die der Herr Breihaus nicht mag, also sie alle zwölf sind irgendwo doch immer ein wenig konträr zueinander. Richtig, ihr tut auch Dinge, die ich nicht mag, manchmal, trotzdem reisen wir zusammen. So leben auch die Götter zusammen in Alvaran, ohne sich immer ganz grün zu sein. Ja. Amüsierst du dich? Alles gut? Es ist sehr anders als bei uns. Achso, du meinst, weil da nicht so viele Gaukler rumrennen und hier, da, irgendwie, da, guck mal da, der macht einen Handstand. Nun, sie sind für gewöhnlich reichlicher bekleidet. Das könnte aber auch nur am Wetter liegen. Warst du das jetzt Kritik oder wie? Mir gefällt die da vorne ganz gut. Ah, jetzt gehen wir hoch in die oberste Etage, da findest du auch etwas Schnuckliges, was da rumrennt. Die hat auch nur einen Slip an und zwinkert ja immer zu, der Rondrigo. Du meinst aber nicht Washer, oder? Nein, nein. Washer hat ein bisschen mehr als nur einen Slip an. Noch. Alles klar, schaue ich mir an. Da haust du mal hoch. Die sah schon aus, als wenn die auf dich warten würde. Die ist ganz süß. Oh Mann, sprechen wir doch alle dem guten Wein noch ein wenig zu. Denn ab morgen wird wieder die Pflicht auf uns warten. Das stimmt. Prost. Prost, ja, Prost. Ja, Prost. Washer wuschelt mal von hinten aus der Menge auf dich zu und mit deiner Hand. Geht es euch gut? Habt ihr Spaß auf der Feier? Das ist ja ein ordentliches Fest zusammengestellt. Also ich habe meinen Spaß. Mit Lichern füllt sich nochmal sein Weinglas. Die leicht Bekleideten, die habe ich gerade für Ephadaios und ja, euch andere besorgt. Grins. Zumindest seine Gnaden mag das ja doch reichlich gefallen, nicht wahr? Er wollte die ganze Zeit unbedingt eine Massage oder dergleichen. Ich dachte mir, naja, dann wir haben jetzt ja unser eigenes Zimmer. Ja, im Übrigen, gute Arbeit mit den Farben, muss ich doch eingestehen. Tatsächlich? Guck mal so um. Überall Blumen sehr, und... Es ist sehr anregend, gerade wenn man mal an Maraskan zurückdenkt, wo ja auch alles sehr wund war. Danke. Wir haben nur die Schlangen vergessen, und die zwinkert ja mal zu. Und den giftigen Mücken. Eine Schlange haben wir, die liegt ja bei hinten im Raum. Ich habe sie extra nicht rausgeholt, ich dachte mir, das ist zu viel Aufregung. Ja, reicht ja, wenn einer, schau mal zu Rondrigo rüber, heute seine Schlange rausholt, nicht wahr? Das stimmt. Oh ja, dann lasst euch nicht abhalten. Guck mal zu rüber. Wenn die Herrschaft mich verzeihen würden, ich glaube, ich würde mich bald zurückziehen. Ihr habt eure Hände sowieso schon den ganzen Abend an hier, das sieht man doch. Um Himmels Willen. Ich meine, ihr habt schon ein Zimmer, da kriegt keiner was mit, man zwinkert die nochmal zu. Wir sind heute Abend so laut, ihr dürft das auch gerne gleich tun. Ich glaube, ich schlafe heute im Tulamedia. Nichts für ungut. Ja, während ihr da so steht, kommt Pogwum auf euch zu, der so ein bisschen hier die Aufgabe eines Hausmeisters oder Verwalters angenommen hat. Verzeiht, Herren, was machen wir eigentlich mit nicht geladenen Gästen? Also jemand, der jetzt einfach hier so auftaucht. Die sollen essen und trinken. Bist du sicher? Wenn... Ich meine nicht, dass die uns hier irgendwas kaputt machen oder uns hier aufkundschaften. Wenn's Torwaller sind, schmeißen die mal raus. Die sollen was essen und trinken und wenn sie anfangen Randale zu machen, dann können wir doch immer gucken, wie wir da selbst dagegen vorgehen. Ansonsten, wenn sie essen und trinken, ich meine, wenn es nicht zu essen und trinken gibt, dann ist die Feier auch irgendwo. Naja, jetzt lass mich doch mal gucken gehen, Rondrigo. Vielleicht ist es ja jemand, den wir kennen, nur er nicht. Ja, schauen wir doch einfach mal zusammen. Ja. Man lässt seine Hand nicht los und komm, zeig uns mal, wo die ungeladenen Gäste sind.